Hallo liebe Leute, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid, wenn wir unsere Dachdeckerfähigkeiten bei herrlichstem Wetter, ja, und leichter Bewölkung, ja, das darf man jetzt nicht außen vor lassen, Mensch. Ja, wenn wir dann wieder unsere Dachdeckerfähigkeiten beweisen. Für euch ist es eine komplett neue Folge, für mich ist es noch derselbe Tag wie in der letzten Aufnahme, denn es gibt dafür drei Gründe. Einerseits steht ja bald meine Reise bevor, wie ich das jetzt wahrscheinlich in jeder Session immer mal kurz erwähne. Andererseits wird nach der Reise ziemlich zeitnah wahrscheinlich auch die 100. Folge kommen. Das ist dann gar nicht weit. Und dann würde ich wahrscheinlich ein echtes Zeitproblem bekommen, denn da habe ich mir ja was überlegt. Das kann ich aber erst machen, wenn die Map soweit ist. Also quasi in Folge 99. Und als drittes, ja, ich hatte auch Bock. Ja, das kam auch dazu. So, ernten wir mal ein paar Blümchen. Das ist auch ganz lieb. Und dann werde ich meine dachdeckerischen Fähigkeiten mal unter Beweis stellen. Allerdings starten wir woanders. Und zwar starten wir mal hier. Denn hier gibt es auch immer noch was zu tun ab und zu. Ja, wer hätte das gedacht? Das Gebäude ist natürlich nicht perfekt. Wenn man vor allem hier hinten rausguckt. Ich hätte gar nicht hier rausgehen müssen. Obwohl doch, hier kann man nicht mehr drauf springen. Dafür habe ich ja gesorgt. Aber generell ist hier noch ziemlich viel. Da könnten wir eigentlich mal wieder unsere kleinen Freunde ranlassen. Die haben das ja so bravourös gelöst in letzter Zeit. So, und hier gibt's noch was, was mir nicht so gefällt. Fuh, fuh, fuh. Die nehme ich erstmal weg, die Stufe. Ich weiß nicht, ob ich die da auch drehen könnte. Ich mach's zur Sicherheit einfach mal so. Ja, genau. Oder setze ich das noch eins tiefer? Ich guck mir das gleich mal von unten an. Na? So, ach, das hat sogar mal geklappt. Wahnsinn. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, ich werde das aber wahrscheinlich noch eins tiefer setzen. Ach, komm hier. Oh, voll tief. So, aber wenn ich es tiefer setze, dann hängt es schon wieder so halb am Fenster. Tap, 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 tap. Die Spinne tut mir hoffentlich nichts. Da liegt noch gebratener Zombie rum, aber den will ich nicht. Hm, lassen wir das so. So ist es wenigstens ganz, ganz leicht angeschrägt an der Seite, ne? Ja, das lassen wir so. Das ist okay. Das machen wir schnell auf der anderen Seite auch noch. Jetzt muss ich mal gucken. Nee, ich habe hier die Sachen noch gar nicht mitgenommen. Mensch! Ich darf hier doch nichts zurücklassen. Junge, 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 Junge. Nun gut, was haben wir sonst noch im Inventar, was wir nicht brauchen? Äpfel ohne Ende. Die bringen wir mal schnell weg. Und natürlich hier die Blümchen. The My Clutches. Die kommen auch weg. So, Samen und Bäume, die packen wir mal hier hinten rein. Was war das denn für ein Geräusch? Ist hier gerade ein Hund abgestürzt oder was? Das nicht. Mann. Sonst sieht das eigentlich sehr gut aus. Wir haben noch ein Schild über. Hä? Warum kommt der Hund denn jetzt? Hundi? Setz dich mal. Das war der vom Bett, oder nicht? Ja, warum ist er jetzt runtergekommen? Das ist auch blöd. Der saß hier oben eigentlich richtig schön. Na, okay. Dann hat er sich jetzt halt eine neue Stelle gesucht. Wenn man sich das mal anguckt, meine Fresse, sieht das geil aus. Also das sieht jetzt im Moment aus wie ein Langhaus. Bei diversen Indianerstämmen oder so, ne? Das, oder eingeborenen Stämme. Machen wir es mal nicht ganz so spezifisch. So. Und dann, wow, wow, wow. So. Viel weiter abflachen will ich es auch nicht, weil sonst würden sich die Dächer hier wahrscheinlich direkt treffen, wenn ich das mal gedeckt habe. Ey, ich hänge. Verdammt. Ja, so, nur kein Quatsch machen. Die Lebensversicherung zieht noch nicht. Ich darf noch nicht abstürzen. Obwohl doch. Oh, wie tief das ist. Den tiefsten Sprung, den ich je gemacht habe, waren ungefähr 3,5 Meter. Ja, das waren so dumme Sachen, die man in der Grundschulzeit gemacht hat. Ich weiß es noch wie heute. Ich hatte dann voll Schiss, nach Hause zu gehen. Aber meine Mutter hat das sehr sportlich genommen. Bis sie hat gesagt, ich wusste gar nicht, dass du so sportlich bist. Jetzt bekommt ihr wahrscheinlich noch mehr den Eindruck, dass ich so ein kleiner, dicker Computerspieler bin. Aber das bin ich nicht. Und selbst wenn, es wäre auch nicht schlimm. So. Ich hatte, glaube ich, noch Glas reingeschmissen in den Ofen. Schauen wir mal, was draus geworden ist. Da, genau. Gut. Damit geht's dann wieder ab. Solange uns die Tür hier mal rauslässt, geht's dann hier auch mal weiter. Ach, ist das schön. Das geht hier zu schnell. Da freue ich mich doch drauf hier. Ja, ja, dann bräuchte ich eigentlich noch ein bisschen Kies. Ich möchte zumindest mal die Wege machen, weil das nervt mich hier. Dass mir hier dann immer in Löcher fällt. Lololo, Löcher.
Ach so, ja, Steine bräuchten wir auch noch, ne? Ach, habe ich sogar noch ein paar. Schau mal einer an. Ich bin mir nur nicht sicher. Wie wir das machen. Da muss ich mich mal doch kurz inspirieren lassen. Einen kleinen Moment. Einen kleinen Moment. Wie ich das hier gelöst habe. Ob ich das genauso machen werde. Weil wir wollen ja den Stil ein bisschen beibehalten. Genau. Da war es genauso. Das werden wir da drüben auch noch so einsetzen. Habe ich noch welche? Achso, ich habe doch da. Die Maus war drauf. Habe ich noch 64 Stück. Das ist ja richtig, richtig awesome ist das. So, Schaufel brauchen wir erstmal nicht mehr. Dann haue ich da jetzt schnell die Pflastersteine raus und fülle das mit unseren guten Baumstämmen auf, ja. Die letzten 64, die wir haben. Ich müsste eigentlich schon wieder Holz hacken gehen. Habe ich ja letztens erst gemacht. Soll ich die Minions nochmal drauf ansetzen? Die waren so zackig dabei, die Jungs. Jetzt habe ich den Stab aber nicht dabei. Na gut. Wenn ich mir das nächste Mal eine Spitzhacke bauen gehe, denke ich, werden wir das mal machen. Und das wird wahrscheinlich gleich sein, ich Esel. Ach, das... Vorbereitung ist immer alles, ne? Ach ja, müsst ihr mir nicht sagen. Ist mir peinlich genug. So. Achso, hier kann ich nicht springen, okay. So, so. Jetzt machen wir das mal ganz gepflegt hier so. Ha, so kann nämlich nichts schief gehen. Und irgendwann bleiben wir einfach stehen. 3, 2, 1, jetzt, genau. So habe ich mir das nämlich vorgestellt. Juh, das sieht doch schon mal richtig geil aus hier. Auf der anderen Seite, ach, jetzt habe ich die Schaufel weggepackt, ne? Na komm, die paar Blöcke machen wir mal so. Nein, das ist mir dann doch zu lästig. So. Ja, es geht doch ein bisschen schneller. Das Geräusch ist so geil, wenn er daneben schlägt, beziehungsweise wenn er nichts mehr zum Schlagen hat. Einfach. So. Jetzt wird wahrscheinlich gleich hier die Spitzhacke kaputt gehen. Ich warte nur drauf. Ja, das war nicht anders zu erwarten. Eisen habe ich ja. Habe ich sogar hier. Toll, weißt du, aber nützt mir nichts. So, dann erinnert mich mal dran, dass ich jetzt den Stab mitnehme für unsere kleinen Viechers. Und dann sollen wir uns mal ein bisschen Holz holen gehen. Mache ich jetzt nur, damit wir ein bisschen weiter bauen können. Damit wir zumindest nach 100 Folgen sagen können, hey, guck mal, wir haben ja richtig was geschafft, ja. Und im Endeffekt ist es ja auch so, wir haben ja richtig was gemacht in letzter Zeit. Vor allen Dingen, jetzt geht es hier erst richtig los, ja. Man muss ja erstmal hier viel Terraform machen. Okay, wir müssen da später immer noch viel machen. Aber man kann ja sagen, wir haben schon so die Basis, das Lagerhaus, weißt du, wo wir alles reinpacken können und so. Jetzt habe ich fast den Stab vergessen. So, dafür werden wir die nochmal benutzen. Für andere Sachen jetzt erstmal nicht. Denn wir wollen es ja nicht zu sehr übertreiben. Ne? Flitz mal, kleiner Flitzemann. Achso, es wird dunkel. Nee, wir flitzen doch nicht. Wir flitzen höchstens ins Bett. Die Frösche sind auch schon am Quaken. Fehlt nur so ein Grillenzirpen, oder? Gibt's das? Habe ich noch gar nicht so drauf geachtet. Gute Nacht. Quack, quack. Quack, quack. So, der neue Tag bricht an. Wir sind weiterhin voller Elan. Ja, das hat sich hier nie geändert. Ach, die Vögel zwitschern. So stelle ich mir echt einen schönen Sommermorgen vor, weißt du, die Luft ist noch ein bisschen kühl. Es ist ein wenig frisch, aber das macht nichts. So, 1, 2, 3, 4. Und dann mal los, Jungs. Hier, ich möchte mal was sehen. Oh, die wollen nicht. Wahrscheinlich, weil ich zu wenig Nahrung habe, oder? Liegt das daran? Bin ich mal gespannt gerade. Los, jetzt hier. Gib mal Gas. Es liegt wirklich daran. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Bum, 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 bum. Und die nehmen mir alles ab. Das ist einfach herrlich, wie schnell das geht. Sollte ich vielleicht direkt mal neue pflanzen? Ich meine, oder müssen die hier noch weg? Ich glaube, hier müssen die ja sowieso noch weg, ne? Los, macht mal hin, Jungs. Am besten nicht so die Birken, weil die Birken nützen mir nichts. Gut, jetzt machen sie hier hauptsächlich wahrscheinlich die Birken. Wir flitzen mal ein Ründchen mit. Jetzt gucken wir zwar wieder den Minions zu, wie sie hier irgendwas machen, aber generell ist es ja immer noch ein bisschen schneller. Und jetzt müsste ich mir... Oh, danke, mein Kleiner. Jetzt müsste ich mir nur schnell noch ein Thema überlegen. Wobei mir jetzt gerade wieder nichts einfällt, weil es ist ja immer noch die gleiche Session, ja? Ach, gerade habe ich im Internet gelesen. Bayern schlägt Mönchengladbach mit 4 zu 3. Nach 1 zu 3 Rückstand. Und ich habe es nicht gesehen. Verdammte Hacke, weißt du?
So ist halt immer. Sonst gucke ich immer zumindest so die Bayern-Spiele mal in den Livestream rein, aber dann hat's mal wieder nichts genützt. Alter, wie die am Aufräumen sind, die Jungs. Und Äpfel finden wir ohne Ende. Geil. Geil, geil, geil. Jungs, ihr seid echt, echt Knorke. Und jetzt werde ich aber direkt mal ein paar neue Dinger pflanzen. Ne, den Stab. Brauche ich den noch? Ja, ich weiß nicht. Wenn die mir jetzt nämlich gleich kein Zeug geben, dann muss ich die erstmal wieder verprügeln. Alter, die haben so viele Setzlinge. Die kriege ich dann im Leben nicht unter hier. Guck mal, da wächst doch jeder zweite Baum nicht. Danke, Kleiner. Oh, meine lieben Kleinen. 2,5 Stacks haben wir wieder. Herrlich. Nehmen wir, oder? Also ich glaube, das eine Stack hatte ich ja noch fast komplett voll. Aber pff, ist ja nicht schlimm. Dann können wir jetzt zumindest das Landhaus weiter... Ach, das Landhaus. Unsere Eierfarm weiterbauen. Da geht's ja jetzt schon richtig, richtig zügig. Vor allem in die letzten Züge. Wir müssen dann halt, wie bei der Schaffarm, noch schnell was finden. Ja, mit dem wir es füllen können. So. Die kommen weg. Die brauche ich nämlich im Leben nicht. Alter, komm hier, verschwindet mal. Ansammeln. Dank für eure Dienste, meine Süßen. Aber jetzt müsst ihr erstmal wieder die Flocke machen. Gut. Jetzt werden wir hier am Giegel... ja, Gugelhupf. Nee, den Giebel einarbeiten. Muss ich jetzt aber die Mitte finden. Das Gute ist, ich habe die Fackeln ja oben schon so symmetrisch ausgerichtet. Das wird dann nicht so das Problem. Und hier habe ich... Oh mein Gott, ich habe Erde zurückgelassen. Ich Schwein! So. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Generell müssen wir jetzt mal gucken. Ich bin mir noch nicht so sicher. Erstmal werde ich jetzt hier das andere einziehen. Das Dach würde ich hier an den Seiten auch gerne noch abflachen. Dann wahrscheinlich ein bisschen mehr als am Lagerhaus, damit es halt wirklich nicht immer 0815 dasselbe ist. Das bin ich echt kein Freund von. Hey, es hat sogar mal geklappt. Ja, los. Ach, herrlich. So arbeite ich am liebsten, weißt du, wenn man nichts schief gehen kann, wenn du keine Blöcke doppelt setzen kannst. Das ist wunderschön. So. Geilo. Gut. Steine. 61 Stück. Wo habe ich jetzt auf einmal noch Steine herbekommen? Ach stimmt, ich habe ja die Klötze rausgehauen. Ich erinnere mich. So, jetzt das Ganze hier nur wieder symmetrisch bauen. Hier auch noch. So hoch wird das Fenster in keinem Fall. Komm, die Reihe kann man auch noch. Die eigentlich auch noch. Das macht nämlich Sinn, weil sonst guckst du hier direkt rein. Das ist auch ein bisschen blöd. Sind das die beiden Reihen? Zwei? Ja, das sind die. Perfekt. So, und dann kann ich hier eigentlich das Fenster hinmachen. Oder? Sieht das aus? Sieht das aus? Das sieht eigentlich ganz geil aus, oder? Jo. Hast ein geiles Panorama vor allem. Vor allem bei dem Wetter. Halleluja. Das kann man in jedem Falle so lassen. So, da geht's wirklich... Boah! Shit, ich bin rausgefallen. Nein. Nochmal hoch. Obwohl, ist eigentlich ganz cool. Dann kann ich nämlich direkt hier Glas herstellen. War das so? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, so war das. So, das reicht erstmal. Ein bisschen normales Glas kann man auch behalten. Denke ich, werden wir auch noch brauchen. Wird dir nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier was bauen. So, jetzt bloß nicht wieder runterfallen. Jeden ist natürlich ein bisschen blöd, ne, dass da offen ist. Ist das auf der anderen Seite auch noch so, oder habe ich das zugebaut gehabt? Weiß ich gar nicht. Hä? Das ist die Frage. So, da ist nämlich... Ja, das ist nämlich blöd, weil dort ist eine normale Ebene drin. Das wäre mir eigentlich lieber, wenn ich das zugebaut bekäme. Das müsste ja hier hinter sein, ne? Wenn wir gerade mal stöbern gehen. Hier müsste das sein. Da ist er. Gut. Wissen wir, was wir zu tun haben. Lästig. Ah nein, jetzt mache ich die ganzen Fackeln wieder ab, ne? Oh, das ist auch blöd. Na egal. Die kriege ich wieder dran. Ich darf es halt nur nicht wieder ganz zumachen. So. Und zwar... Gib mir meine Blöcke. Reicht es ja, wenn wir das bis hierhin machen?
die Ecke da, die können wir offen lassen. Da kann ich ja eine Truhe in die Ecke stellen, dann sieht das ein bisschen... Ja, weiß ich nicht, wie sieht das aus? Kann man auch schwer beschreiben, ne? Huch, nee, das ist gerade Quatsch, was wir hier machen. Ich weiß nicht, das sieht dann ein bisschen wie so eine Rümpelecke aus. Weißt du, wo? Einfach im Dachboden, wo noch eine Truhe steht. Wo man so den vergessenen Plunder reinpackt. Also jetzt keine Plunderteilchen vom Bäcker oder so. So.